Herzlich willkommen zurück bei Yoshi's Crafted World. Es ist wieder ein bisschen länger her, aber ich habe mega Bock. Und wisst ihr, warum ich Lust habe? Weil ich mich entspannen will. Und gibt's was Entspannteres als Yoshi? Leicht Pokémon, aber Pokémon macht anstrengende Kämpfe. Ne? Hier bei Yoshi ist alles entspannt. Guck mal, Yoshi schläft sogar ein. Er ist eingeschlafen. Guck mal, er ist eingeschlafen. Ach, das mache ich gleich auch. Ich gehe auch gleich auch schlafen. Ja, willkommen zurück. Wir sind hier beim Spektakel mit Makel und wollen uns um den Boss kümmern. Hopp, hopp, galopp. Oh, das ist der Boss von der Welt. Ich habe jetzt knapp eine Woche nicht mehr gespielt oder so. Ja, es gibt doch nichts Besseres, als direkt mit dem Bosskampf einzusteigen, oder? Die Webcam. Hallo? Habe ich zum ersten Mal jetzt hier bei Yoshi die Brio, die neue Webcam von mir? Ich weiß es gar nicht, ist ja auch egal. Wir starten den Bosskampf. Hopp, hopp, galopp. Go. Ich bin jetzt hier oben, ne? Nicht mehr unten. Ich hoffe, dass... Ich glaube, beim letzten Mal war ich noch unten, oder? Das war ein bisschen doof, da hat man nicht gesehen, was vor uns liegt. Jetzt bin ich hier oben. Gut, ich blende mich mal aus. Viel Spaß. Okay, es ist ein anderes Level, als ich dachte. Hopp, hopp, galopp! Spring durch möglichst viele Ringe! Knapp dir Stoppuhren, bevor die Zeit um ist. Danke. Okay, da komme ich jetzt gerade nicht dran. Hey! Arschloch. Ja, wir haben halt sehr wenig Blumen und sehr wenig Münzen, ne? Yoshi! Okay, das lassen wir lieber. Ach so, ja okay, fehlt nur eine. Ja, ist okay. Ist okay, oder? Ja, meine ich doch. Ich dachte, das wäre ein Bosskampf. So ein klassischer Bosskampf eben. La 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 la. Okay, rauszoomen? Nee. Rauszoomen. So, wo gehen wir denn jetzt hin? Wir wollten erst nach unten gehen, ne? Jo. Oh, ich bin so kaputt. Hätte ich doch nur 10 Grenzenblumen, da ging es mir so viel besser. Ach, danke. 10. Perfekt. Na, danke, es geht mir schon viel besser. Das ist einfach so süß, ne? Eiskaltinseln, der Widerspruch in sich. Herzlich willkommen. Ich finde halt, wie ich hab's ja schon gesagt, grundsätzlich fand ich die Idee hinter den alten Yoshi Island Spielen mit dieser etwas größeren Welt mit mehr Leveln schöner als das hier mit diesen pro Abschnitt diese zwei Pünktchen irgendwie. Wenn man mal hier guckt, haben wir gerade mal
Die pro diesem Ding hier einfach nur so zwei Level oder sowas. Das ist ein bisschen merkwürdig irgendwie. Na gut, aber es ist ja nicht schlimm. Es gibt genauso viele Level wie sonst auch, glaube ich. Eben nur aufgeteilt in diese verschiedenen Thematiken. Aber irgendwie... Wir spielen mal das ganz alte Yoshi Island vom SNES. Das ist mega geil. Ja. Es ist relativ... Es ist nicht spät. Es ist 21.20 Uhr. Aber ich bin jetzt heute sehr früh aufgestanden. War sehr früh auf der Arbeit. Dementsprechend schlaucht es gerade ein bisschen meine Ausdauer. Ach, mal auf den Hintergrund, das ist einfach so schön. Mach das echt zu meinem Handy-Klingelton, ne? Und dann auf der Arbeit, wenn Leute das hören, denken die so... Endlich ist bestätigt, der ist durch. Alter, hat der eine Cap? Ist das ein Beanie oder ist das eine Cappy? Ahoi! Dran ziehen. Ist das ein Ziehen oder nicht hier? Das ist eine Kordel. Wo bist du denn? Warst du da oben? Warum gibt es keine Crafted Yoshi Amiibos mit so Filz? Ich versteh's nicht. Alter. Hallo, ihr beiden. Der totale Krieg. Entschuldigung. Geht nie ab, ey. Die haben uns Geist getan. Wir töten die einfach alle. Haben wir gerade deren Munitionslager gesprengt. Ich habe eine sehr gute Idee für das Spiel. Lass uns einen totalen Krieg-Level einbauen. Wer man alles kaputt bombt. Ein Secret. Wow, Alter. Junge. Ahoi. Diese täuschen echt aus wie eine Möwe hier hinten. Weiß nicht, ob mir das oder Wally World besser gefällt. Wally World war, finde ich... Keine Ahnung. Es war weich. Es war weich und knuddelig. Und das hier ist putzig und süß. Ich weiß ja auch nicht. Beide zusammen. Aha. Oh, da fehlt schon einer. Wo fehlt denn hier eine Blume? Thank you.
Okay, da ist nichts. Komm hier rein? Nein. Das ist auch so komisch aus, ne? Bestimmt der Fisch da hinten. Vielleicht hier. Was soll das eigentlich sein, dieser Strohhalm hier? Ne. Ich weiß es nicht. Huch! Wollte ich gar nicht. Na natürlich. Natürlich wollte ich die Punkte mitnehmen. Wir machen sie nackt. Und dann sind die immer traurig. Alter. Ist hier ein leerer Milchkarton? Nee, nicht schon wieder so eine brutale Kriegssache hier. Müssen die Kanonen, die Flakgeschütze noch selber zusammenbauen. Das Flakkanonenrohr. Nummer 1. Okay. Da war Nummer 2. Unser Geschützknopf. Da ist Nummer 3, unser Zielfernrohr. Der Soundtrack, ne? Der ist aber halt auch wirklich penetrant, nur das Gleiche, ne? Ach so! Aber guck mal, ne? Wir haben hier wirklich, wir haben links das Geschütz, das die Panzerabwehr und rechts das die Luftabwehr. Du bist die zweite Bahn, jetzt habe ich verstanden. Hintere damit, vordere mit dem anderen. Mega geil. Aber schon hier, ne? Schon ein bisschen kriegmäßig, muss man sagen. Hör auf. Oh mein Gott! Ich glaube, das war relativ gut, oder? Oh yeah! So. Okay, haben wir die 100? Wir haben die 500. Und die eine Münze, ihr wisst, welche Münze das ist, ne? Das ist die, die runtergefallen ist. Aber ich bin zufrieden! Das war gut! Jo, was wir jetzt noch machen können, wir könnten das Schnuffel-Level machen. Was ist das? Ein riesiger Pinguin. Glitterparty-Insel. Oh, sorry, da kann ich nicht nein sagen. Das wird bestimmt schwer und schlimm. Oh, diese Webcam ist so smooth, ne?
Okay. Ich weiß gar nicht, vielleicht machen wir dieses Wochenende mal irgendwie eine Yoshi-Nacht und spielen das Spiel mal durch. Das ist natürlich schön. Ich nehme mich mit. Huch. Angemalte Blumentöpfe oder was? Hallo Kleiner. Oh, sind die süß. Na, oh, wow, Alter. Wow. Es ist so süß, ne? Was denn hier? WTF, Alter! Warum? Mega geil! Wie süß war das denn bitte? Und wie unnötig! Was ist ein Eisbär? Oh mein Gott! Was ist das? Warum? Was? Zum Teufel, Alter. Oh, der schläft! Es ist mega süß, oder? Also wie die Welt gemacht ist, wie die Level gemacht sind. Und nicht die, Alter. Ich will dich nie wiedersehen. Oh, es ist eine Robbe! Was ist denn da, liebe Kappe? Das ist ein Wahlrecht! Oh, es klickt! Nein, ich brauch doch die... Ah, okay. Ich bin verzaubert von dem Spiel mal wieder. Was ist das denn? Macht wie die Kleine drunter, oder? Ey, gib mir die Münze. Nein! Voll die Münze weg.
Oh, jetzt geht das hier wieder los. Liebe! Oh mein Gott, ich hab's geschafft. Was nochmal passieren würde, dass ich diese Zeitdrucklevel schaffe. Okay. Auch wieder Robben. Was schön gemacht alles. Dazu der Soundtrack, es ist so schön. Alle Blumen! Hab's gesehen. Aha. Fehlen uns leider drei rote Blumen. Drei rote Münzen. Mega schön. Mein Gott. Das ist so schön, das Spiel. Mega schön. Alle Blumen. Alle Leben, nur es fehlen leider drei Münzen. Dann wäre es ein perfektes Level gewesen. Ich finde das so schön. Ich weiß ja auch nicht. Das war das Geld auf jeden Fall wert, das Spiel. Yay. Eins machen wir noch, oder? Ach, schon die nächste Welt, oder was? Yo, Bruder! Ich bin doch kaputt, Mann! Hab eine Nacht zu lang gefeiert, Mann! 20 Blumen, bitte! 20, ja, schon garstig, ne? Ah, volle Power, Bro! Jetzt wird wieder abgedanced! Jetzt alles hopp hier! Ja, da haben wir ein bisschen zu tief ist, in die Imbissbude geguckt. Vielen Dank! Wer hast du das hier gefunden? Ja, also ich bin gekommen und dann der Stein und naja. Ah, auf der Suche nach Traumjuwelen, verstehe. Ich habe ein junges Wesen auf dem Meer gesehen. Es schien etwas zu suchen. Es hat so auf den Ball gewackelt, dass die Pinguine sich kaputt gelacht haben. Wetten, das geht auch besser? Finale. Oh nein. Auf geht's, Leute. Auf geht's. Viel Spaß. Halt, Yoshi! Du wirst uns diesmal nicht davon abhalten, Juwelen zu finden. Eure Unachtsamkeit, seid vorsichtig. Ich bin der King auf diesem Ding. Da muss ja jeder neidisch werden. Du glaubst doch nicht etwa, dass du das besser kannst als ich? Hey Junge, klar. Was bildest du dir ein? Euer Friedlichkeit. Das ist nur deine Schuld, Yoshi. Kreisch. Mal sehen, wie es dir gefällt, ins Meer zu stürzen, Yoshi.
Yoshi hat ihn schon provoziert, ne, muss man schon sagen. Mega geil. Silebo, der Ball. Ich dachte, ich könnte ihn dagegen pusten. Oh, die Pfeife. Ich kann da keine Bälle draus machen, ne? Ich muss die Nase, oder? Muss ich die Nase treffen? Ah, ich hab's verstanden. Bam, Junge! Was ist jetzt los? Ist ein Schwimmkurs oder was? Das ist echt ein Schwimmkurs! Alter! Wow! Wow, Alter! Was ist hier los? Das ist so süß mit der Pfeife, ne? Kommt der Schwimmkurs? PTF. Alter! Da ist gleich nackig. Yoshi! Mega geil. Wo hat der denn drin gesteckt? Warum ist der gelb? Das ist die gleiche Animation wie Mario, oder? Wenn er in Super Mario Galaxy die Sterne aufnimmt, glaube ich. Hier, nimm den mal bitte. Ja, mach ich. Ja. Stein. Nee. Hey, Stein. Hey, Stein. Stein, Stein. Stein. Okay, geil. 3 von 5. 3 out of 5. Also schon sehr pervers hier. Also Leute, wir gucken mal kurz. Wie sieht's denn aus? Also, fertig hier. Ne? Also wir müssen jetzt hier nach oben. Ne? Und dann da den. Und dann ganz rechts müsste der letzte sein. Haben wir alles. Wieder nur 2. Ne? Also der pinke da oben und dann hinten noch einer. Gut, dann würde ich mich jetzt gerne mit der Kamera von euch verabschieden. Wir machen schon die halben Stunden voll. Mega geil, oder? Macht voll Spaß, das Spiel. Ohne Spaß. Das ist das perfekte Spiel zum Abend, um zu entspannen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen bei Yoshi's Crafted World und beim nächsten Mal starten wir durch mit der vorerst letzten Welt, bevor wir dann wahrscheinlich das Finale machen. Ich denke mal, warte, hier müssen wir nach oben, ne? Alter, bin voll kaputt. Ja, hier, nimm. Wie viel will er haben? 10 oder 50? 7? War das 7?
bestimmt 10, ne? Danke, es geht schon viel besser. Okay. Ninja-Land, herzlich willkommen. Was ist das für Mario Bart, der Typ? Okay. Okay, hier ist ja das Verkaufsautomat. Genau, und hier ist die Welt, hier waren wir schon, ne? Kurze Orientierung. Das haben wir schon gemacht. Das da oben hier haben wir schon gemacht. Das heißt, jetzt kommt Ninja-Land. Dann kommt da rechts das. Dann kommt das nächste Traumjuwel. Und dann kommt ganz rechts wahrscheinlich das große Finale mit dem letzten Traumjuwel. Gut, dann freut euch aufs Ninja-Land. Beim nächsten Mal bei Yoshi's Crafted World. Bis dann. Ciao.